Willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest. So, ich habe die Bude jetzt komplett bettfertig gemacht und auch mal meine fleischfressende Pflanze gefüttert. Mit den Nachbarn. Nein, hier waren... Ich gucke immer in den Fensterbank-Ecken, ob da irgendwelche Fliegen rumwuseln. Hohlhain. Das ist ja das, wo wir hin sollen. Hohlhain. Wahrscheinlich der Kopf von irgendeinem Nazi oder so, keine Ahnung. Ja. Nein! Ich bin sehr geduldig übrigens. Na also. Okay, das waren einige Punkte. Nee, da hinten kommen wir auf keinen Fall irgendwie hin jetzt. Nee. Kommen wir nicht. Wie viel so ein Viech verlieren kann. Nee, da kommen wir nicht rüber. Vielleicht... Oh, spring doch! Irgendwann. Also irgendwann drehe ich hier durch. Mir ist die Steuerung ein bisschen zu direkt. Weißt du? Da gibt es nicht so nach dem Motto, das Spiel denkt sich, ja, er hat ja ungefähr getroffen, lassen wir ihn mal drauf stehen. Nein, man muss auch genau treffen. Sonst wird das nichts. Kriegen wir das denn dahin, dass wir da drüber kommen? Aua! Mein Gott. Oh. So, da oben war noch was. So, was haben wir hier? Was ist das denn? So Spinnengedöns? Na, das ist ja ganz erquicklich. Ich würde gerade gerne was erzählen, aber ich befürchte, wenn ich das tue, dann versacke ich hier. Warte mal. Ich versuche erst nochmal hier oben zu gucken, ob ich hier irgendwas übersehen habe. Meine Nase juckt. So. Ah. Okay. Nee, das geht nicht. Da kommen wir noch lange nicht ran. Ist das der von der anderen Seite? Nee, das ist noch ein ganz anderer. Okay. Und irgendwann kommen wir da sicher irgendwie... Nee, aber da kommen wir noch überall nicht lang. Ha. Da kommen wir nicht hoch. Wir müssen da nach unten. Immer Angst. Oh. Also ich, noch macht mir das Spiel Spaß, aber ich fürchte, dass wir es nicht durchspielen werden. Wegen dieser ganzen Pleiten. Also dieses ganze, ne, wieder von vorne und wieder von vorne und wieder von vorne. Ich bin kein Trial and Error Mensch. Es ist es aber leider, weil man hier zu selten abspeichern kann. Und das mache ich nicht lange, sowas. Also, falls ihr es unbedingt bis zu Ende sehen wollt, eventuell nicht bei mir. Ich weiß es nicht, ob ich es durchzocke.
wie lange ich da durchhalte. Weil sowas frustriert mich sehr schnell endgültig. Auch sowas hier. So eine sehr, sehr, sehr direkte Steuerung. Viele Spiele, da musst du nur so grob treffen und dann bist du oben und basta. Dann zieht sich dein Charakter hoch. Aber hier triffst du oder du fällst halt daneben. Und das sind so Dinge, die mag ich als Casual Gamer nicht so. Mal sehen. Also sollte mich das weiterhin jucken, dann werde ich zumindest... vorher auf leicht stellen, bevor ich es abbrechen würde. Aber ich warne schon mal vor, dass ich es halt noch nicht weiß. Und noch nicht sagen kann, ob ich es durchhalte. So. Ja, das hatten wir ja eben alles. Danke, Spiel, dass ich das nochmal, da nochmal hinlaufen durfte. Ich darf in nicht sicheren Bereichen keine Seelenverbindung. Okay. Spiel gespeichert. Das hier ist nicht sicher. Ist ja komisch. Oh Mann. Oh Mann. Da kommen wir nicht rüber. Egal, was ich tue. Ne, dann müssen wir vielleicht einen Doppelsprung beherrschen erst. Aber das sagt mir ja auch keiner. Deswegen hasse ich ja Trial and Error. Ja, ich würde ja gerne das Energietor öffnen, aber ich darf ja nicht. Weil ich das auch noch nicht kann. Oh Mann. Oder kann ich hier so rüber? Ja, kann ich. Na, immerhin. Ein neuer Weg, yay. Okay. Wieder hoch. Da kommen wir auch irgendwie rein. Was ist denn das da hinten, bitteschön? Da oben. Das ist ja alles zugeschissen. Und was soll, wie soll man da ankommen? Kommen wir irgendwann fliegen oder was? Was auch immer dabei gerade aufgegangen ist. Wahrscheinlich liegt das Ding jetzt unten, wo wir eben nicht rein konnten. Mir ist das hier alles zu gefährlich, muss ich sagen. Boah, hatte ich gerade. Phew, da ist mir aber gerade einer dabei abgegangen, das könnt ihr aber glauben. So, Spiel gespeichert erstmal. Sonst kriege ich ja gleich. Weil ich werde auch nervös. Das ist schön. So, noch dürfen wir ja aber nicht irgendwo reinfallen. Weil wir können ja nicht schwimmen. Ja, genau. Werf uns noch ins Wasser. Ey! Ey! Du dusseliges Scheißvieh. Oh, jetzt wird es langsam echt zu viel. Aber beim nächsten Tod, wenn der relativ nahe ist, dann stelle ich auf leicht. Und wenn das nichts ändert, dann muss ich es woanders gucken. Weil das wird auf Dauer nichts. Sonst bin ich hier nur am Schimpfen. Und das möchte ich euch auch nicht antun. Da ist mir so dieser Geschicklichkeitsaspekt zu groß. Ich mag es lieber, wenn ich Spiele ein bisschen gemütlicher spielen kann. Oder es darum geht, dass ich halt über einen längeren Zeitraum hinweg was aufbauen muss, um stark zu sein.
Aber nicht, dass ich halt von Anfang an halt komplett alles durch Geschicklichkeit regeln muss. Das ist nichts für mich. Und dann hoffe ich mal, dass das halt auch nicht Voraussetzung sein wird. Aha. Ah. So. Okay. Da drüben ist noch so ein Scheißvieh. Nee, das hilft hier nicht. Toll. Schön verschwendet. So. Zum Beispiel das da. Das regt mich jetzt auch schon auf, was ich da sehe. Das geht doch nicht. Ich glaube, das funktioniert so noch nicht. Ah, ah. Oh, siehst du? Da werde ich schon richtig empfindlich. Ah! Da werde ich schon richtig empfindlich über alles, was nicht so ganz funktioniert, weil ich Angst habe, Dinge nochmal machen zu müssen. Es ist nicht die Angst zu verlieren. Aber die Angst, Dinge nochmal und nochmal und nochmal. Das ist schlimm. Oh Gott, das Spiel macht mich alt. Ich werde hier echt alt. Was war hier drin? Ah, da hinten ist schon mal das Kartenfragment, das neue. Erstmal alles hier wegballern. Da kommen wir auch noch nicht hin. Was ist denn hier? Der Hochroberg. Und der Dornensumpf. Oh, Dornensumpf, das gefällt mir so schon nicht vom Hören. Puh. Das Geräusch ist niedlich. So, erstmal Spiel speichern, sonst kriege ich halt wieder nervöse Zuckungen hier. Erhöht die Stärke der Geisterflamme. Beim Bestellen der Seeverbindung steht einen Lebensteil wieder her. Und das hier wäre eingesammelte Vitalität wird verdoppelt. Ja. Brauche ich. Warte mal, habe ich schon... Muss man dann noch vorab speichern? So. Und hopp. Erstmal gucke ich, was hier ist. Was ist das? Himmel. Oh. Ja, genau. Hau da auch nochmal rein und dagegen, genau. Ja, und komm hier auch mal nicht genau rein, genau. Das ist doch gerade relativ am Anfang des Spiels schon so deprimierend. Was soll das hier, dieser Kack, den das Vieh setzt? Mein Gott. Also die haben relativ am Anfang schon relativ knackige Gegner, wie ich halt finde.
Das bin ich aus anderen Jump'n'Runs nicht gewohnt. Ich will gar nicht wissen, wie das ohne Ultimate Edition war. Als es am Anfang noch bockiger wäre. Noch bockig schwieriger war und so. Hier kommen wir nicht durch, das ist auch toll. Was ist das da oben? Du sollst da. Wenn ich das sage, du sollst da. Du sollst da! Himmel, Arsch und Zwirn. Da kommen wir nicht ran. Und es leuchtet auch grün und nicht blau. Das können wir auch nicht zerdashen. Was war das denn? Oder müssen wir diese Viecher dazu bringen, hier irgendwo zu explodieren? Nee. Ich will überhaupt kein Abenteuer mehr bestehen, so langsam. Ich gucke echt bald lieber anderen Leuten zu, während die das hier zocken, aber nicht mir selbst. Das kannst du ja auf Dauer nicht machen. Also ich nicht. Oder ich will es nicht. Ja, ja. Ein tolles Fragment gefunden. Nee, da wäre ich auch schweigsamer langsam, weil ich meine Wut nicht so öffentlich machen möchte. Aber dieses Spiel ist für mich. Es generiert hauptsächlich Wut. So, dann zeig mir mal, was ich alles nicht finden kann. Das ist also der Hohlhain. Hm? Mein Gott, da ist aber noch viel. Das Gemeine ist, dass das Spiel gut ist. Das finde ich sehr gemein. Aber sonst könnte ich da einfach schnell lassen und sagen, nö, das Spiel ist gar nicht so toll. Aber so fühle ich mich auch noch dazu berufen, das halt weiterzumachen. Das juckt mich ein bisschen. Wenn das wenigstens ein Kackspiel wäre und ich sagen könnte, nö, also das Spiel ist so schlecht, ne, das lassen wir mal lieber sein. Hm. Aber das geht ja so nicht. Nee, warte mal. Können wir hier noch irgendwas Sinnvolles tun? Also wenn ich jetzt hier rüber düse, ist hier noch irgendwie was in diesem größeren Raum? Ja, fick dich, du Scheißkröte. Kannst du mich mal am Arsch lecken, aber gehörig. So, ist ja schon bald da, wo wir hin müssen. Will ich ja aber noch gar nicht. Da sind wieder irgendwelche Tiere im Vordergrund. Und hier kommen wir auch nicht hin. Ja, es wäre. Was wäre sinnvoller? Finde den Ginsobaum. Da oben kommen wir auch irgendwie noch nicht hin. Mir fehlt noch irgendwie einiges. Aber das ist auch alles so groß da hinten. Das traue ich mir fast gar nicht zu. So, was war das nochmal hier? Dieses komische Symbol hier, dieses. Was da leuchtet? Geisterportal. Ach, da sind die zum Seppen. Wenn wir dann da eh seppen können, wo war wir? Da ist wieder eins. Wir sind ganz da hinten. Da ist wahrscheinlich das nächste Geisterportal. Das wäre wahrscheinlich sinnvoller, das später zu machen, weil ich fühle mich auch gerade nicht sonderlich stark, muss ich sagen. Das Spiel lässt mich an meinen Fähigkeiten zweifeln. Weil ich mich so oft aufrege, dass ich da hier und dort nicht weiterkomme. Beziehungsweise, ne? Ihr wisst, was ich meine. Nicht sofort weiterkomme, sagen wir es so. Oh, genau das meine ich. Nö, jetzt reicht's mir. Jetzt Schwierigkeit, leicht. Spiegeln deine Bestes oder deine künftigen Erfolge Schwierigkeitsgrad leicht wieder. Ja, es tut mir leid. Ich möchte die Story erleben und das geht nicht. Das geht nicht, wenn ich das Spiel gleich beende. Für immer.
Deswegen hoffe ich einfach, dass es was bringt, das so umzustellen. Weil das wird sonst nichts mit uns. Und das will ich wiederum nicht, dass es nichts mit uns wird. Dafür ist das Spiel zu schön. Lustig zu sagen, die Story soll im Vordergrund stehen bei einem Spiel, was halt aus Hüpfen und Springen besteht. Oh, leck mich am Arsch, kleine Scheißbratze. So. So. Das geht nicht. Wahrscheinlich werden wir jetzt einfach weniger Schaden nehmen und keine Ahnung. Dinge, die auf Zeit gehen, werden langsamer gehen und all so ein Gedöns. Oh, gucke mal. Okay. Hier ist also schon... Ach komm, eigentlich... Ah! Was ist denn hier los? Kann ich den nicht aktivieren? Ah. Ah. Es juckt mich einfach... Ich will es nicht auf leicht haben müssen, weißt du? Dass da jetzt ein großer Speicherpunkt war, wo man sich auch hinteleportieren kann, das hat mich gerade ein bisschen beruhigt, muss ich sagen. Naja. Hat mich ein bisschen beruhigt. Was es nicht heißt, ne? Ich reg mich jetzt nicht mehr auf oder so. Nur, dass ich das Spiel jetzt nicht mehr für immer beenden will. Hm. Da kommen wir noch gar nicht hin, überall. Kommen wir überall noch gar nicht hin. Ich glaube, wir müssen hier hinten erst bestimmte Dinge erledigen. Ach, meine Lieben, da macht er was mit mir. Ey. Ey! So. Ja, genau. Sei mal zu doof. Das ist schon gut so. So, da waren wir eben. Da habe ich mich eben schon so super aufgeregt. Oh, das wird ein Spiel, da werde ich mich noch ganz oft ganz arg aufregen. Ja, das wird auch mal wieder Zeit, arg zu spielen. Ja, fick dich, du Magma-Schleimvieh. Es ist halt, das sind so, weiß ich nicht, das sind so markige Gegner schon so am Anfang. Das geht nicht. Das würde ich viel leichter machen, wäre ich Game Programmer. Nun ja. Na also, geht doch. Eine Lebenszelle gefunden. Mehr Vitalität aufbewahren. Ja, das ist sehr entspannt. Dass ich nicht gleich tot bin. Sonst bin ich ja gleich wieder am Ausrasten hier. Also das tut mir dann selber leid, wenn das Spiel so schön ist wie das hier. Und ich mich dann aber so haben muss, weil ich so geduldfrei bin, was das angeht. Nun ja. Haben wir es bald. Was ist das denn? Was? Das ist, glaube ich... Nee, also ich denke nicht, dass ich das Spiel durchspielen werde. Jetzt bin ich wieder hier hinten.
weil da auf einmal eine Blume mit Laserstrahlen um sich geschossen hat. Ich finde es immer noch zu schwer. Also da hätte ich gerne eine Ori and the Blind Forest Ultimate Edition, bis ich das mal irgendwann spielen kann. Weil wie gesagt, ich fange das Spiel gerade an und es ist so schwer. Es tut mir so leid, dass ich die Entscheidung treffen muss, dass ich jemand anderem beim Spielen zugucke, anstatt das selbst zu erleben, weil das so schön ist. Aber weiß ich nicht, wenn ich das auf leicht stelle, fühle ich mich wie ein Kackboon. Wenn ich da und sterbe, fühle ich mich wie ein Kackboon. So, einzige Lösung ist halt nicht mehr zu spielen. Mir ist halt alles zu schwer hier. Das kannst du mir nicht... Ja. Dass man da, das ist halt dieses Trial and Error. Woher kann ich wissen, dass da auf einmal so eine Blume ist und was die kann? Ich muss selber rausfinden, was die Gegner alles so drauf haben und was nicht. Weil das sagt mir das Spiel auch nicht. Ja, fick dich. Das sagt mir das Spiel auch nicht, sondern so nach dem Motto, ja, verreck halt oft genug. Und mach den Kack halt oft genug, bis es auswendig weiß, was wer was wo macht. Und das ist nichts für mich. Das kannst du aber vergessen. Das kannst du aber so was von vergessen. Das kannst du mir gar nicht glauben, wie du das vergessen kannst. Ja, ja, ich weiß das. Da war ich eben. Bevor mich eine Laserblume weggeballert hat. Also der Glauben daran, dieses Spiel durchzuspielen, das ist langsam schwer getroffen. Schwer getroffen. Und auch diese Magma-Viecher, was soll das? Weil ich da so oft drauf rumballern muss. Ja. Was soll das Viecher? Warum respawnt das schon wieder? Jau, genau. Wir sind natürlich instant tot. Meine Güte. Ist klar. Vor das Laserauge. Ne, da kommt er nicht rüber, ne? Na gut. Was ist das hier? Kann man das hier durchbrechen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Die kommen auch nicht rüber. Mein Gott. Oh. Oh, nö. So, was ist da hinten? Oh, tja, also am Anfang habe ich mich echt auf das Projekt gefreut. Mittlerweile finde ich es lästig, muss ich sagen. Aber das ist mir echt ein bisschen too much. Das ist mir doch zu kernig. Was auch bedeutet, dass ich mir den zweiten Teil nicht kaufen werde, sondern auch woanders gucken. Bei Menschen, die vielleicht auch ein bisschen Geschicklichkeit im Körper haben. Und nicht so... nicht so reaktionsbehindert sind wie ich, was das angeht. Wie viele... Das war jetzt das letzte... Nee, jetzt gebe ich auf. Jetzt gebe ich auf. Ja, leicht. Und entweder klappt das jetzt oder es war's. Komplett für immer. Nee, das wollte ich gerade gar nicht. Warte. Halbiert die Kosten der Stichflamme. Mhm. Ultra-Geistermagnet. Die meisten Magnet werden automatisch absorbiert. Okay, das ist halt von ein bisschen weiter weg. Die Stärke. Ja, das kann ich gerade bei diesen Magma-Scheißviechern sehr gut gebrauchen. So. Wie viele One-Hit-Kills es hier halt einfach gibt, weißt du? Dieses komische sich drehende Rad, One-Hit-Kill. Der Laser, One-Hit-Kill. Diese Felsen-Rolle-Biester, One-Hit-Kill. Und das finde ich ist absolut verhältnisfrei. Also es steht in keinem.
Dann weiß ich nicht, wo ich hin soll. Oder wie ich hier durchkomme. Ich kann auch nicht den hier machen, oder? Nee. So, aber wie kommt das Kackvieh hier rüber? Wie kommt das Kackvieh hier rüber gesprungen? Es kommt hier einfach nicht rüber. Wie willst du das machen? Ja, toll. Tja. Ich habe auch keinen Bock, da unten ins Internet zu gucken, wie man an welcher Stelle am besten weiterkommt. Schön, dass ich jetzt nicht mal One-Hit-Kill sterbe, sondern nur noch zwei Two-Hit-Kill. 71% der Waldsenke haben wir. 2% vom Tal des Windes. 39% vom Hohlhain. 5% vom Dornensumpf. Wow, so viel. Und dann gibt es hier unten ja offenbar noch dieses komische Gebirgsgedöns als Welt. Und hier links das da. Und dann hier sind ja oben noch ein paar Welten. Und oh. Eigentlich schön. Aber wenn ich hier schon nicht weiterkomme, kannst du es halt. Das ist hier auch schon wieder. Das kannst du vergessen. Ich spiele gerade leicht und ich werde immer noch erwischt. Ich sterbe nicht mehr sofort. Aber ich werde halt immer noch erwischt. Ich sehe ja keinen Weg, wie man den hier rüberkriegt. Nee, das ist ja echt wirklich. Da muss ich mein. Das Wort, was ich so selten benutze, sagen: Schade. Wirklich schade. Das hätte ich gern gespielt. Aber ich sollte doch wohl bei meinem Kern bleiben, bei Rollenspielen. Und ansonsten einfach mal nix anderes zocken. Ja, das ist schön, dass die Seelenverbindung bereit ist. Nicht für mich. Hab keine Ahnung. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie dieses Spiel gerade die Lust darauf wegsaugt und dann halt auch langsam weg ist. Keine Tutorials, keine Hilfestellungen. Geil. So will ich ein Spiel. Was soll denn die Scheiße? Das Ding leuchtet doch genauso grün wie diese scheiß Kackbratze da hinten, aber ich komme nicht durch. Tja, wir kommen aber auch überhaupt anders nicht durch. Da hinten kommen wir auch nicht weiter, haben wir ja festgestellt. Da fehlt uns der Doppelsprung, den wir wahrscheinlich hier irgendwo kriegen oder so. Ich versuch's einfach mal. Hier kommen wir doch auch durch, oder? Kommen wir? Hm, ist zumindest kein Durchgang eingemalt. Ich versuche einfach mal da lang zu gehen, wo es uns ja auch anzeigt, weißt du? Bleiben wir doch mal genau da, wo das Spiel uns haben will. Ja, alles schon wesentlich stärker, alles. Habe ich gerade gar nicht gesehen, dass das scheiß Vieh da war. So. Düsen wir doch mal genau dahin, wo wir hin sollen. Nämlich hier zum Dornensumpf. Aber schön, dass ich jetzt mehr Schaden mache. Mein Gott. Auch ihr seid vielleicht keine One-Hit-Kills mehr, aber es muss ja nicht sein. Hatte ich hier nicht irgendwo einen Stein zum Verschieben? Doch, hatte ich. Kann ich den nicht auch benutzen, um da hochzukommen irgendwie? Mein Gott. Mal gucken, ob es funktioniert.
Aber das ist gerade echt eine sehr deprimierende Stelle, muss ich sagen. Okay, das macht uns jetzt schon mal wesentlich weniger Schaden, auch wenn ich mich noch jedes Mal erschrecken werde, weil es mir einfach zu schwer ist. Verpisst euch da. Na, jetzt geht's ab einmal. Da bin ich vorhin nicht drauf gekommen. Praktisches Gedächtnis ist auch überbewertet. Während Ori dem Wald Licht und Hoffnung brachte, gaben andere nach und wurden von Finsternis und Furcht umfangen. Was bist du denn? Das ist Vieh, was uns die ganze Zeit beobachtet hat. Ein Gumon aus den Elendsruinen. Wir müssen seinen Fußabdrücken folgen. Lass uns holen, was er gestohlen hat. Die Wasserader. Okay, die Elendsruinen, das sind ja die im Westen. Die haben sich jetzt der Dunkelheit ergeben. Das ist ja ganz toll. Um seinen zuzuhören? Ohne die Wasserader bleibt der Ginsobaum verschlossen. Ach, der ist hier drüber, oder wie? Du scheiß Drecksvieh. Was willst du mit der Ader? Das ist meine. Also nein, es ist nicht, aber ich hab's mir auf den Deckel geschrieben, dass ich die rette. Hey, kann man das nicht kaputt machen? Offenbar wohl nicht. Hier kommen wir auch nicht durch. Meine Lieben, ich muss gerade mal nachdenken. Ich muss jetzt gerade mal nachdenken, wie lange wir jetzt die Folge hier haben. Ich glaube, ich weiß es gar nicht, aber lange. Ich glaube mindestens eine halbe Stunde. Ich glaube eher so 35 bis 45 Minuten. Irgendwann, ich habe mir die Uhr geguckt, genauso, ich bin halt klug, ne? Ich werde dem Spiel weiterhin noch Chance geben, jetzt halt auf Schwierigkeitsgrad leicht. Ich muss mich halt damit abfinden, dass ich ein Kacknoob bin. Damit konnte ich mich ja eben nicht abfinden, darum habe ich dann mit dem Gedanken gespielt, das Spiel sein zu lassen, es mir lieber irgendwo anzugucken, weil ich nicht damit leben kann, es auf leicht zu spielen. Ja, es ist ein schweres Spiel, aber ich will es trotzdem auf normal spielen können. Weißt du, Statistiken, ja, guck mal hier, ich habe das Spiel durchgespielt. Ah, okay, wie hast du das durchgespielt? Ja, auf Schwierigkeitsgrad normal. Ja, okay, hahaha, weißt du, so, das will ich nicht. Aber ja, ich bin ein gemütlicher Spieler. Vielleicht muss ich einfach damit leben, dass Kacknoobs halt normalerweise auf leicht spielen sollten. Und das heißt, deswegen auf leicht versuchen und hoffe ich mal, dass es auch funktioniert. Und ich werde jetzt nur noch den Missionszielen folgen. Weil wir gelernt haben, wenn ich Umwege gehe, um da vielleicht eventuell Boni zu ergattern oder so, dann kommen wir da eh nicht weiter und ich werde so oft zerfickt, bis ich dann irgendwann anfange, wild um mich rum zu fluchen. Oh Mann, meine Lieben, bis morgen. Danke fürs Ertragen. Ist ein schönes Spiel, aber ich komme mit diesen Gefummelpassagen nicht klar. Ich will es aber halt trotzdem erleben. Naja, bis morgen. Tödelö.